Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und der Raiffeisenbank, Ihre Partner für alle Geldfragen. Einen guten Abend, willkommen bei der Sendung Geld. Die aktuellen rekordtiefen Zinsen sind für die Sparer ein Ärgernis. Für alle, die einen Kredit brauchen, sind es hingegen ein willkommener Segen. Sie zahlen historisch wenig Zins fürs geliehene Geld. Offensichtlich ist das bei den Hypotheken, wo sich die Zinssätze auf einem rekordtiefen Niveau bewegen. Doch auch andere Kredite wie Leasingverträge sind im Langzeitvergleich viel günstiger zu haben. Allerdings darf man sich von den günstigen Zinsen nicht blenden lassen. Trotz der extrem tiefen Sätze sollte man nie vergessen, dass ein Kredit immer eine Schuld ist, die man später zurückzahlen muss. Wann sind Kredite sinnvoll und wo liegen genau die Stolpersteine, wenn man fremdes Geld aufnimmt? Ich begrüße jetzt Matthias Brunner, Vorsitzender der Bankleitung bei der Raiffeisen Bank Zug. Ja, Kredite sind immer auch ein zweischneidiges Schwert. Wann sind Kredite sinnvoll? Das ist tatsächlich so. Ein Kredit macht aber durchaus Sinn bei unvorhergesehenen Ausgaben. Es ist noch wichtig, dass bei einer Überbrückung von mittel- bis kurzfristigen Zahlungslücken ein Kredit kann eingesetzt werden kann. Der kann aber auch sehr flexibel sein. Er kann auch sehr schnell verfügbar sein, vorausgesetzt, die finanzielle Ausgangslage stimmt. Sehr verbreitet sind auch hier in der Zentralschweiz Leasingverträge eben zur Finanzierung beispielsweise vom Autokauf. Wo liegen da die Stolpersteine? Beim Leasingkredit gibt es einfach zu bedenken, dass während der Leasingdauer das Eigentum beim Leasinggeber liegt. Nach Ablauf der Leasingdauer ist es aber eine Möglichkeit, dass man das Eigentum mit einer Zahlung von einem Restwert kann übernommen werden. Grundsätzlich ist das Leasing sehr vorteilhafte Fremdfinanzierung, aber auch sehr liquiditätsschonend. Leasing wird vor allem eingesetzt für Maschinen, Industriegüter, aber auch für Fahrzeuge. Wichtig sind Kredite auch für KMU, für Betriebskredite. Welche sind die Voraussetzungen, dass man überhaupt Geld bekommt? Grundsätzlich geht es wie bei jedem Kredit auch, dass eine Kreditprüfung gemacht wird. Da geht es um Kreditfähigkeit, Kreditwürdigkeit. Bei der Kreditwürdigkeit geht es darum, will ich den Kredit zurückzahlen? Bei der Fähigkeit, kann ich den zurückzahlen? Dass ein Prüfungsergebnis erfolgreich ist, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Einerseits sollte der Kredit die Entwicklung des Geschäfts begünstigen, verbessern, aber auch das Vertrauen gegenüber Exponenten sollte gewährleistet sein. Sind die Leute in der Lage, ihre Managementaufgabe in der Geschäftsleitung erfolgreich zu leisten? Aber auch das Zahlenmaterial ist sehr, sehr entscheidend. Ein Thema, wo weder die Finanzbranche noch die Betroffenen gerne darüber reden, sind Konsumkredite. Sie sind gerade aus zwei Gründen umstritten. Erstens, weil es immer wieder vorkommt, dass sich Leute mit Konsumkredit überschuldet. Und zweitens, weil die Banken bei Konsumkredit horrende Zinsen von bis zu 10% verlangen. Früher sind es sogar 15%. Wenn man Kreditkartenrechnung nicht rechtzeitig zahlt und so einen Kredit in Anspruch nimmt, wird dafür auch heute noch ein hoher Zins von bis zu 12% verrechnet. Ja, Matthias Brunner, Konsumkredite sind für die Betroffenen eigentlich immer ein schlechtes Geschäft. Muss man nicht sagen, sind 10% Zins bei Konsumkredit und 12% bei der Kreditkarte letztendlich nicht Wucherzinsen angesichts von der Nullzinsen oder von der rekordtiefen Zinsen, die man noch beim Sparkonto bekommt? Ja, man hört die verschiedensten Zinsen, 12% oder 15%. Das ist sicher sehr, sehr viel. Aber aktuell ist der Konsumkredit zwischen 4,9 bis 9,9%. Das ist immer noch riesig. Das ist immer sehr, sehr viel. Entscheidend ist aber auch, dass beim Konsumkredit eben das Ausfallrisiko wesentlich höher ist als beim Hypothekarkredit. Der Grund, dass die Kosten darum einfach höher liegen, liegt auf der Hand, weil der Konsumkredit wesentlich risikobehafteter ist als ein gedeckter Kredit. Kredite werden häufig auch im privaten Bereich unter Familienmitgliedern, unter Verwandten vergeben. Welche Regeln sollte man berücksichtigen, damit es später keinen Streit gibt? Das ist grundsätzlich eine ganz tolle Sache, wird auch sehr, sehr viel angewendet. Wichtig ist aber, dass ein Vertrag gemacht wird, Kommunikation in der Familie, im Freundschaftskreis klar geregelt wird. Weil freundschaftlich gesagt, Geld ist Geld. Aber es ist auch wichtig, dass das Verhältnis in der Familie nicht stark belastet wird. Allenfalls gibt es auch in einer Familie noch wichtige Aspekte zu überprüfen, allenfalls erbrechtliche Geschichten, die man da nicht außer Acht lassen sollte. Aber grundsätzlich viel günstiger und sehr, sehr attraktiv, ja.
Danke vielmals, Matthias Brunner. In der nächsten Woche reden wir über die wichtigste Geldanlage des Lebens, über die Altersvorsorge. Damit man nach der Pensionierung den Gürtel nicht massiv enger schnallen muss, sollte man seine Pensionierung rechtzeitig planen. Wie soll man am besten vorgehen? Welches sind die wichtigsten Schritte? Und wann wählt man bessere Rente statt dem Kapitalbezug? Antwort auf die Frage, wo es für alle um viel Geld geht, sehen Sie heute in der Woche. Einen schönen Abend. Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und der Raiffeisenbank, Ihre Partner für alle Geldfragen.